Zu Wort gemeldet ist die Frau Abgeordnete Prammer. Die Justizsprecherin der Grünen. Danke, sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, werte Zuseherinnen und Zuseher und vor allem auch herzlich willkommen den Initiatorinnen dieses Volksbegehrens. Es ist wichtig, dass wir Volksbegehren hier in diesem Haus diskutieren und sie haben einen sehr breiten Raum. Grundsätzlich ist es so, dass wir Gesetze, die wir hier herinnen beschließen, entweder aufgrund von eigenen Initiativen in die Debatte bringen oder aufgrund von Vorschlägen, die von der Bundesregierung gemacht werden. Diese Vorschläge und diese Initiativen haben einen sehr, sehr, sehr langen schriftlichen Weg. Das bedeutet, dass wir zuerst einmal das meiste, worüber wir hier herinnen debattieren, zunächst einmal nur lesen und auch in der Öffentlichkeit ist es relativ wenig präsent, es sei denn, wir selbst machen es präsent. Bei Volksbegehren ist das anders. Volksbegehren werden schon dann intensiv diskutiert, wenn sie hier das erste Mal im Hohen Haus sind und auch dann in der weiteren Zukunft immer unter enger Einbeziehung derjenigen, die sie initiiert haben. Und das ist richtig, denn sie sind ein wichtiges Instrument in unserer Demokratie. Unsere Demokratie baut aber auf zwei verschiedenen Systemen auf. Und diese beiden verschiedenen Systeme sind sehr eng miteinander verknüpft und ineinander verschränkt. Und das eine Instrument ist die direkte Demokratie. Das ist die Beteiligung am Gesetzgebungsprozess durch eigene Vorschläge, durch eigene Beiträge von unten herauf, so wie es eben Volksbegehren zum Beispiel sind. Das andere ist die repräsentative Demokratie. Das bedeutet, dass man Repräsentanten und Repräsentantinnen wählt, die hier herinnen sitzen. Eine davon bin ich und die Gesetzesinitiativen ausarbeiten, bearbeiten, besprechen, diskutieren, debattieren und dann zur Abstimmung bringen. Diese beiden Systeme, auf denen unsere Demokratie aufbaut, greifen an vielen Punkten ineinander. Und einer dieser Punkte ist eben hier, wenn wir hier Volksbegehren diskutieren und debattieren, und zwar von allen Seiten. Und dieses Volksbegehren, zu dem ich hier sprechen darf, hat die Forderung nach dem Rücktritt der Bundesregierung. Ich denke, ich kann es einmal vorwegschicken, dass ich inhaltlich natürlich anderer Ansicht bin. Ich glaube, das ist keine Überraschung. Es geht aber auch um den Prozess. Es geht auch um das, was dahinter steht. Und auch hier bin ich nicht ganz glücklich damit, wie die Entstehung hier vorangegangen ist. Denn dieses Volksbegehren wurde am 9. März zugelassen. Der 9. März war ein Zeitpunkt, zu dem schon der Krieg in der Ukraine tobte, war ein Zeitpunkt, wo es schon wirklich ernsthaft Sicherheitsprobleme in diesem Land gab. Und trotzdem beschäftigte sich dieses Volksbegehren, das zur Forderung hat, den Rücktritt der Bundesregierung ausschließlich mit einem einzigen Thema. Ich denke, es ist schon wichtig, das hervorzustreichen. Und so wichtig dieses Thema auch ist und so schwierig es auch war, in dieser Zeit immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ich möchte Ihnen das, es haben schon meine Vorredner auch ausgeführt, ich möchte Ihnen das gar nicht noch im Detail ausführen. Und natürlich kann man inhaltlich bei ganz, ganz vielen Entscheidungen immer anderer Ansicht sein. Das ist auch das Wesen der Demokratie. Das ist das Wesen des Diskurses, dass man sich inhaltlich austauscht und dass jeder Standpunkt gleich gehört wird. Dennoch ist es wichtig, dass hier Entscheidungen getroffen wurden, von denen wir, die wir getroffen haben, im vollen Bewusstsein und in der vollen Überzeugung, dass sie das sind, was Österreich braucht. Aber der Zeitpunkt, wo der Eintragungszeitraum stattgefunden hat, das war Mitte Juni. Und Mitte Juni war es für alle in diesem Land evident, dass wir eine Vielzahl von Krisen zu bewältigen haben, eine Vielzahl von schwierigen Entscheidungen zu treffen haben, und zwar Entscheidungen, die nicht von Gesundheitsexpertinnen zu treffen sind. Das ist eine weitere Forderung in diesem Volksbegehren. Die Regierung möge zurücktreten und eine Expertinnenregierung soll die Funktion ausüben. Und auch hier
muss ich Ihnen leider sagen, das wäre nicht der richtige Zugang. Es sind politische Entscheidungen zu treffen in diesen Zeiten und politische Entscheidungen, so leid es mir tut, müssen Politikerinnen und Politiker treffen. Wir können uns hier wirklich im Detail damit befassen, welche Entscheidungen in welchen Punkten immer ganz richtig waren und welche man vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt oder im Nachhinein betrachtet auch etwas anders treffen hätte können. Das, wie gesagt, ist politischer Diskurs, ist politische Debatte. Die werden wir auch im Verfassungsausschuss führen und das finde ich sehr richtig. Aber wie gesagt, es ist schon schwierig, sich vorzustellen, dass wir hatten ja bereits eine Regierung aus Expertinnen und Experten und diese Regierung aus Expertinnen und Experten hat ihre Arbeit sehr, sehr gut gemacht. Das muss man wirklich anerkennen und ich möchte das auch an dieser Stelle hier wirklich festhalten. Das war aber eine andere Zeit. Und das waren andere Umstände. Und unter diesen Umständen war es richtig und wichtig, das so zu machen für einen überschaubaren Zeitraum und ohne explizit, und das hat diese Regierung sich auch vorgenommen, ohne politische Entscheidungen zu treffen. In Zeiten wie diesen geht das nicht. Ich freue mich auch, das im Verfassungsausschuss weiter auszubreiten und weiter zu diskutieren. Aus meiner Sicht ist es aber wirklich wichtig, dass wir hier diese Volksbegehren gut und breit diskutieren und uns auch ausreichend Zeit dafür nehmen. Dankeschön.